Schön, dass ihr auch wieder im heutigen Pokémon Let's Go Pikachu Stream am Start seid. Ich muss aber hier erstmal was beichten. Ich habe beim letzten Mal vergessen zu speichern. Es war so mega belastend. Ich musste den gesamten Stream nachspielen. Hat nicht nur viel Zeit gefressen, sondern jetzt sind auch die Level der Pokémon nicht 100% akkurat. Also sorry dafür. Ich glaube, wir sind ein Ticken schwächer, aber eigentlich ist das vielleicht sogar eigentlich ganz gut Eigentlich ist es so. Besser, ja. Eigentlich ist es besser, genau. Ich habe nämlich nicht so viele Rihorn fangen müssen, denn natürlich, außerhalb des Streams, kam das Kangama relativ schnell. Ich musste noch nicht mal eine Kette aufbauen. Man kennt es. Und jetzt geht es mit einer Mischung aus dem Formellen-Set und dem Pikachu-Set weiter. Doch was ist das? Da kommen wir auf Befehl von Giovanni extra nach Lavandia. Und dann ist von diesem alten Knacker Fuji weit und breit keine Spur. Der einzige Ort, an dem wir noch nicht nachgesehen haben, ist die Spitze des Pokémon-Turms, oder? Genau, aber auch nur, weil uns dieses seltsame Gespenst den Weg versperrt hat. Dragosto, mach sie fertig! Knochenkeule! Den alten konnten wir zwar nicht finden, aber so wie es aussieht, kommen wir wenigstens nicht mit leeren Händen zum Boss zurück. Schnappen wir uns einfach dieses Dragosto und liefern es im Versteck ab. Oha. Glänzende Idee, James. Also auf ins Team, auf ins Rocket Gamer Paradies in Prismania City. Gamer Paradies hört sich nicht schlecht an. Aber natürlich, mein Kleiner, deine Mama ist auch in Prismania City. Onkel James und Tante Jessie bringen dich dahin, also komm brav mit, in Ordnung? Niemals als Kind mit Erwachsenen mitgehen, vor allem nicht, wenn sie sowas sagen, Leute. Oh nein, es fällt auf die Bande rein. Abgemacht, dann nichts wie los. Verflucht. Oh nein, das ist schrecklich. Ja? Ja. Aber wir werden sie aufspüren und vernichten. Doch zuerst sollten wir unser Pokémon-Team heilen, denn es ging ja einiges ab im Pokémon-Turm, auch wenn wir dort wegen des Geistes selber auch noch nicht weit gekommen sind. Jetzt geht's erstmal Richtung Prismania City, dort ist auch die vierte Arena. Und vielleicht finden wir ja dieses Sylph-Scope, denn leider hat Amazon mir keins geliefert. Hatten sie nicht im Angebot, schade, dann müssen wir es von woanders bekommen. Sonst können wir diesen Pokémon-Turm nicht erkunden und das wäre echt schade. So, für heute habe ich euch zwei neue Emojis hinzugefügt im Pikachu-Design. Einmal ein Happy Pikachu und einmal dieses wunderbar geile Meme-Face-Pikachu. Viel Spaß damit. Hast du es gerade auch gesehen? Team Rocket hat einfach so das arme kleine Dragosto mitgeschleift. Offenbar wollen sie nach Prismania City. Wer weiß, was sie da mit ihm vorhaben. Am Ende verkaufen sie noch seine Schädelmaske. Das also werden doch wieder verhindern. Köpfe abgerissen. Ja. So, haben wir hier im Busch irgendwas Cooles? Nein? Schade, aber die Blumen sehen geil aus. Ja. Wir lassen wieder Pokémon hinter uns herlaufen, würde ich sagen. Und zwar Glutexu und Hotwing. Vor allem die beiden sollen gepusht werden, denn in der Pflanzenarena werden wir auf sie angewiesen sein. Also komm mal her, hübsche Dame, und kämpf gegen mich. Ich finde auch die Lampen voll schön und futuristisch. Hast du schon mal drauf geachtet? Ja, die sehen schon gut aus. Ich glaube, die haben sogar so Solaranlage. Ist das richtig? Du musst mal drauf achten. Oh, Pipi, da ist man mit Glutexu nicht verkehrt. Warum? Naja, also, das ist zwar nicht sehr effektiv, aber Feenattacken wirken zum Beispiel nicht auf. Ja, naja, also eigentlich bin ich damit völlig falsch. Ich kann Drachenwut nicht einsetzen. Mach Glut. Und Glut ist. Ja. Normal, aber Pipi, also, wenn es Feenattacken hat, dann. Richtet es keinen großen Damage aus. Puh. Ja, egal, Pipi ist halt defensiv. Ja, okay. Jetzt bloß nicht Finale. Das hatten wir schon mal. Delegator. Oh, Delegator könnte aber auch noch triggern. Ja, außer man, er wird halt schnell kaputt gemacht. Wäre jetzt nicht Kratzfurio besser? Ich kenne mich leider nicht so gut aus. Nein. Verschwindet er dann? Nach einem Treffer oder? Nein, du musst halt genug KP abziehen, dann verschwindet er. Ja, dann gehe ich auf Glut. Fuchs Robert, danke dir für die Mitgliedschaft! Black Demon lässt 3 Münzen da und Patrox 2. Moin, moin. Servus, Grüße gehen raus an der Stelle. Jetzt ist der Delegator kaputt. Ja, ja, ich hoffe es. Aber spannend! Was? Was macht der?
Was ist das? Was ist das für eine komische Attacke? Was ist das denn? Schärfer. Er hat sich schärfer gemacht. Fingernägel geschnitten oder was? Auf jeden Fall wurde der Angriff gestärkt. Wir sollten es schnell besiegen. Ja, das überlebt es jetzt nicht mehr. Er war schon zäh, das Pipi. Puh. Mein Partner und ich haben durch euch auch nochmal Bock auf das Spiel bekommen und zocken es jetzt von vorne durch. Sehr schön, Pancake. Viel Spaß. Was ist eure Lieblingsstadt in Kanto? Ich denke Urania City. Weil ich mag halt einfach so dieses... Ja, diesen Hafenstadt-Flair. Ja, also auch Urania und Azuria finde ich auch sehr schön. Stimmt, Azuria City ist auch schön. Aber ich würde Urania noch davor setzen auf Platz 1. Vorsicht, ein Spieler-Opa mal wieder. Ja, Golking, ja, das macht bestimmt Hornbohrer. Hornbohrer, safe. Verdammt. Och, aber warte, das wirkt doch nur, wenn er höher... Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, das wirkt nur, wenn er höher gelevelt ist, aber der ist auf 35! Was? Ja, toll, Pikachu, bin ich da in 2-Ranky rein. Ja, und wenn der jetzt getroffen wird? Ja, dann haben wir halt Pech, jetzt zu ihm rein, du hast keine andere Wahl. Ich hab Angst. Ranky, pass auf, der wird dich mit seinem riesigen Horn angreifen. Ja, dann mache ich Spiegeltrick und dann treffe ich genauso. Ja, und warum setzt du es da nicht ein? Ja, weil das zu risk ist. Würde das... Ey, lol, würde das dann wirken? Ja, natürlich. Aber wir sind ja niedriger gelevelt. Oh, er hat dich getroffen, er hat dich getroffen. Aber wir müssen noch ein paar Runden überstehen. Ja, soll ich es ausprobieren mit Spiegeltrick? Ja, mach einfach, komm. Das wäre jetzt lustig. Oh, trifft! Nein! Oh, nein. Ah. Oh, vielleicht treffe ich auch. Für die, die es nicht wissen, Hornbohrer ist eine K.O.-Attacke. Wenn es trifft, bin ich tot. Oh Mann, nein, wieso ist er unversehrt? Wegen dem zu niedrigen Level. Nee, ich glaube, du hast nicht getroffen. Mach einfach mal so weiter. Ja, okay. Außer der Chat sagt, hört auf mit dem Scheiß. Du hast alle Pokémon. Was machen wir jetzt? Ja, setz Killerling und Schlafpuder ein. Würde ich auch sagen. Nein, es geht nicht. Ist ja ein niedrigeres Level. Also können wir es nicht kontern? Das ist immer Betrug. Warum? Sicher? Ganz sicher? Schlafpuder, bitte triff. Also soll ich lieber angreifen, oder? Sicherheitshalber. Ja, mach mal die Runde Angriff lieber. Ey, der Typ ist ja broken, was soll das? Okay, aber hat wieder nicht getroffen. Aber Schlafpuder hat getroffen. King Move. Armer Ranky. Der hat so ein Pech, aber ich hab's gewusst, ne? Mensch. Hat er nicht verdient. Trotz Warnung. Ja, ich greif an. Ja, angreifen und ja, alles andere macht keinen Sinn. Hättest du es ja auch schon mit dieser Knosp einschlafen lassen können. Ja, aber wir wollen ja auch nicht zu Pussy-like spielen, sonst wird wieder rumgeheult. Ich habe mich jetzt mal auf die Challenge eingelassen, aber ein bisschen crazy ist das schon, finde ich. Außerdem sind wir mit dieser Knosp auch zu gar nichts gekommen. Also selbst, wenn das jetzt auch dieses Schlafgut eingesetzt hätte. Ja, stimmt. Dieser Knoss konnte ja keinen einzigen Move machen. Okay, also alle im Chat sagen, es geht nicht, weil wir zu niedrig gelevelt sind. Damn. Dann ist das halt so. Okay, dann mit vereinten Kräften irgendwie dieses Monstrum niederringen. Dieses Schlafen. Komm, komm, wir sind also wenn wir mal ein Aquarium rum, haben, dann holen wir uns keine Goldfische. Das steht fest. Digga, das kann ich doch nicht machen. Also Level 30 wäre ja schon wild gewesen, aber 35... Komm, bitte penn weiter. Ich mach Ruckzuck-Keep. Stimmt. Good idea. Das kriegt dann auch noch Step und dann reicht das. Juhu. Top. Yes. Niedergerungen, den Freak. Ja. Ey, das ist wirklich ein überraschend heftiger Fight. Ja. Gerne mehr davon. Auch wenn mit K.O.-Attacken zu kämpfen schon sehr 31er ist. Dann labert hier noch was von Erfahrung. Was ist das für Erfahrung? Er levelt ein Pokémon hoch und spammt dann K.O.-Attacken. Das kann jeder. Oh Mann. Komm, wir gehen nochmal zurück, weil ohne Bisaknoss zu kämpfen wäre ein bisschen schade. Und ich bin mir auch zu fein, um einen Beleber zu benutzen. Lieber den langen Weg zurücklaufen.
Was für ein langer Weg, das waren jetzt 20 Meter. Ganz easy und entspannt machbar. Aaron, vielen Dank für 5 Münzen. Ihr seht aber toll aus, viel Spaß beim Spielen. Das ist das Licht. Das macht uns schöner. Dann wirken wir ausgeschlafener und jünger und feiner. Feiner. Aber wie findet ihr eigentlich unser Outfit? Das ist wie gesagt eine Mischung aus dem Pikachu-Set und dem formellen Set, was wir im letzten Part bekommen haben. Ich finde, das matcht einfach perfekt. Ja, die Farbe, die Hosenfarbe passt einfach super. Modetendo hat wieder zugeschlagen. Modetendo. Einfach nur krass. So, lass mal gucken, ob wir hier neue Pokémon finden. Ich glaube, da gibt's... Pummeluff haben wir noch nicht. Pummeluff haben wir noch nicht, ne? Nee. Stimmt. Den müssen wir uns noch holen. Doch, haben wir? Was? Hä? Kann ich mich auch nicht dran erinnern, aber ja, haben wir. Okay. Dankeschön für 600 Likes zum Start dieses Parts. Und wir finden hier diesen Feuerstein. Wäre was für ein Vulcano? Tauboga. Ich glaube, so was besonderes gab's. Ach, das ist eine Trainerin, echt? Oh. Ja. Das ist aber ein Dortmund-Outfit. Ihr müsst einem aber auch alles zerstören. Ey, jetzt ziehen wir es gleich aus. Kadabra. Nein! Oh. Direkt der nächste Killer. Wir dürfen ihn nicht ausrasten lassen. Aber wir haben nichts Effektives, ne? Nee. Rauchwolke vielleicht? Nein, auf gar keinen Fall. Doch. Richtig dumme Entscheidung. Fühle ich nicht. Okay, er ist erstmal lost und setzt nur Blitz ein. Naja, es wobei, denkt genauso. In dem Sinne macht er genau das gleiche wie wir, aber er hätte halt angreifen müssen mit seinem Spezialangriff, ne? Psychokinese wahrscheinlich. Ja, schau, hättest du Drachenwut gemacht, hätte es gereicht. So wurde es nur unnötig in die Länge gezogen, weil du nicht auf mich hörst. Setz Ruckzuckhieb ein. Ach, der ist ja eh komplett lost. Guck dir den mal an, was ist mit dem los? Der will nur leuchten. LOL! Erstmal alle BVB-Fans timeouten hier. Als ob das jetzt nicht... Jetzt mache ich Ruckzuckhieb. Ja, bitte. Und dann setzt du Kratzfote ein, die eh nicht hundertprozentig Genauigkeit hat. Ich will halt ein bisschen Variation reinbringen hier. Aber stimmt, sie hat noch ein zweites Pokémon, ne? Ja, pass auf, vielleicht ist es ein Wasser-Pokémon und dann war das eine gute Entscheidung. Oder ein Feen-Pokémon. Kauf dir dasselbe Outfit einfach in Rot. Das gibt's aber nicht. Man kann hier ja die Outfits nicht umfärben, leider. Ach, es geht ja so oder so daneben, stimmt. Oh, Beste. Warum? Ja, naja, ich hab einen Flugschlag. Ach so, wegen dem Flugtyp. Ja, stimmt. Mach Drachenwut und dann... Mach ihn fertig! Hotwing! Ja, gut, getroffen. Hab wegen euch wieder mit Let's Go angefangen. Bin schon seit 5 Stunden am Shiny Carpador hunten. Werdet ihr auch noch Shinies hunten? Ist noch nicht sicher. Wir überlegen es uns noch. Oh, Steinhagel. Was? Wieso hast du mich besiegt? Ja, es hat nicht gereicht. Das ist ja voll zäh. Als ob? Kann das nicht gereicht haben, ey. Komm, Drachenwut. Wir sind den Gegnern nicht mehr gewachsen, Leute. Aber wir wechseln ja auch ständig durch. Gefühlt haben wir 10 Teammitglieder. Ja, die sind auch alle stärker von Level. Ja, die sind vom Level her alle stärker als wir. Das Blatt hat sich gewendet. Hier gibt es keine neuen Pokémon, also können wir uns auch keine neuen... Oh, aber sie hat 5 Hyperbälle gekriegt. Hab ich auch gerade gesehen. Ehre. Hyperbälle, nice. Was war das? Vulcano, glaube ich. Gibt es hier doch keine neuen Pokémon? Also gar nichts? Chat, was meint ihr? Gibt es hier was Krasses? Kadabra, glaube ich. Kadabra? Wild hier? Ja. Also, glaube ich. Aber wir haben noch nicht mal Abra, ne? Oder haben wir den bekommen? Doch, Abra haben wir gefangen. Okay. Ja, dann gehen wir erstmal weiter. Aber vielleicht wechseln wir an der Front. Firi darf mal wieder ran. Und Rino. Aber was hat er noch für Moves? Ich glaube, ich habe dir noch gar nichts beigebracht. Aber der hat Schlagbohrer. Steinwurf ist eigentlich fast geiler als Schaufler. Ja. Steinwurf schmeckt... Ja, komm, ja, der kann schon kämpfen. Ja, Stampfer auch. Der kann schon kämpfen. Hat auch gute DV-Werte. Habe ich extra drauf geachtet.
Wenn ich schon nochmal alles noch neu spielen muss, dann mit guten Werten. Ja, Kadabra. Doch, Kadabra gibt's? Ja. Sollen wir dann Lockduft anmachen? Ja, kann man ja mal versuchen. Vielleicht kommt ja auch ein Shiny. Ja, also. Wer glaubt's? Nee, ich denk nicht dran. Also, weil ich hier mitspiele, wird's keine Shinies geben. Ja, der Bam. Hat ja hier keinen. Ich muss immer dran denken, es gibt keine Fähigkeiten. Ja, ich mach Schaufler. Nee, du hättest was Normales einsetzen sollen. Warum? Weil mein Schlagbohrer eigentlich schon genug Durchschlagskraft hat und sollte er wieder erwarten, überleben, musst du ihm einfach nur noch den Todeshit geben. Siehst du? Damn. Aber mit Schlammbart ist er mal wieder auf dem völlig falschen Dampfer. Naja, wieso, er wollte mich angreifen und Schlammbart wäre sehr effektiv, das ist eine Giftattacke. Achso, ich dachte, das hat einfach nicht getroffen. Nein, er wollte mich angreifen. Okay. Na dann! 100er IQ! War das alles sehr klug mit dem Schaufler, ich nehme es zurück. Ich hab das alles so kommen sehen. Sie hat das predicted, Leute, ja. Ihr habt es gehört. Nessa, danke für die Mitgliedschaft und auch an Moinmeister134, Kuss und Dankeschön für den Support. Ich mach jetzt mal das Lockduft an. Ich will Kadabra haben, komm. Komm. Wir warten. Ein Smegbo. Das ist meins. Achso. Was? Ja. Du Losti. Aber das ist mir auch häufiger in Let's Go passiert, so. Ja, man spielt ja normalerweise nicht zu zweit, Rad, dann hat man Franz diesen Überblick. Noch. Radikal haben wir aber schon, ja. Natürlich kommt jetzt das Kadabra nicht. Ja, hier kannst du einfach stehen bleiben, dann sparst du dir die... Ja, aber dann müssen wir so unendlich lang warten. Ja, das muss man so oder so. Wir müssen, wenn dann schon in die Pokémon reinlaufen und sie zum Flüchten zwingen. Dann machen wir auch mal jetzt hier. Holt euch Fulipurwa. Das geht hier ja nicht. Schwierig machbar, wenn nur Kanto-Pokémon dabei sind. Wir können bei Evoli nur Blitzer, Aquana und Flamara machen. Mehr ist nicht drin. Da drüben war ein Abra, aber kein Kadabra. Seid ihr euch auch wirklich sicher mit dem Kadabra? Ja, soweit ich weiß, gibt es dort eins. Wann entwickelt ihr Fairy, wenn es Mondgewalt gelernt hat? Dauert aber noch ein Weilchen. Und das Abra ist ja schon mal auch ein guter... Anzeiger. Ich wollte ihn gerade attackieren. Immer haben wir Pech, ne? Black Demon, danke dir für die 3 Münzen. Moin, gestern direkt nach abgebrochener Fangkette und Parfüm aus kam ein Shiny Georock. Heute Fangkette bei 60, Training, kein Hunting und Parfüm ankommt nichts. Pokémon-Logik ist am Start. Ja. Ist halt Glück. Es ist absolut frustrierend so. Man denkt jetzt, ja, jetzt mache ich alles dafür, dass es kommt. Und dann kommt nichts. Und wenn man random spielt, denkt man sich auch so, okay, wofür habe ich jetzt meine ganze Zeit verschwendet, wenn es doch gerade random gespawnt ist. Oh, Arcani kann auch kommen zu 1%. Arcani und Kadabra zu 1%. Ja, wenn das nur 1% ist, dann lassen wir das. Ja. Weil das ist dann genau der gleiche Scheiß wie bei Kangama. Ja, und jetzt da extra eine Kette ich hatte aufzubauen. Ja, wir bauen jetzt keine Kette auf, deswegen. Wenn es noch erscheint, schön und gut, aber wenn nicht, dann... Ja, 1% ist schon... Ich denke nicht, dass es kommt. Ja, eben. Lassen wir es. Schade. Da oben ist noch ein Pokéball. 4% Abra, 1% Kadabra. Uff. Lächerlich. Und hier liegt... X-Tempo. Lass mal kämpfen hier. Wobei, das war, glaube ich, dumm. Der sieht so aus, als wenn er... Was kann? Flug-Pokémon einsetzt, oder täusche ich mich? Nee, ist ein Musiker, okay. Elektromusiker. Warum kommt man bei so einem Megafon auf die Idee, den als Musiker zu klassifizieren? Gib dem doch eine Gitarre oder so, so wie früher. Als Sänger durch Megafon. Also, ja. Muss ich nicht verstehen. Beste mit... Ich mach Metronom. Blitzer ist schon eine geile Sache. Ja, da können wir es halt absolut nicht ins Team nehmen, weil wir Pikachu haben. Ja. Na, man bekommt doch irgendwo ein Evoli. Ja, man kann die sowieso easy fangen auf dem Fahrradweg, der jetzt keiner mehr ist.
Das ist ja jetzt ein Spazierweg. Toll, für die klasse Erholung hat sie eingesetzt. Also, ich schlaf dann mal, ne? Metronom mal wieder belastend. Ja, dann schlafe ich mich mal aus. Und Rihorn hat noch nicht so die Stärke, um Pokémon zu one-hitten, selbst wenn es effektiv ist. Schade. Er muss halt noch ein bisschen besser trainiert werden. Holt euch Alola Radfratz ins Team, bitte. Nö. Den fühle ich überhaupt nicht. Nee, ich auch nicht. Wenn ich den mal spiele, dann in Pokémon Mond. Ich weiß auch gar nicht, wo man das jetzt herbekommt. Also, ich glaube, in Lavandia gibt es noch einen Tausch im Pokémon Center. Das können wir ja nachholen, wenn wir dann nochmal zurückkommen. Aber mit Dick da. Oh, was? Noch ein Spieler? Ey. Nein, lass es so für die Spannung. Du weißt doch gar nicht, was ein schlafendes Pipi? Ja, ist Spannung. Das ist einfach nur dumm, nicht spannend. Wahrscheinlich hat er ein Dickda oder ein Dicktree mit Geofissur. Das fehlt noch. Oder irgendein Eis-Pokémon mit Eiseskälte. Aber ich BVB Russia 1. Danke für die Münzen. Vielen Dank für dieses geile LP. Freue mich jeden Tag schon auf den neuen Part. Mach weiter so. Ich dachte schon, jetzt kommt ein Spruch wegen dem Outfit. Ja, schau, wir haben uns nur für dich so gekleidet. Ja, nur für dich, BVB Borussia 1. Nur für dich haben wir das angezogen, damit du dich hier wohlfühlst. Ja, danke für die Münzen und das Lob. Gott, nein. Das kann dasselbe wie... Ja, ich setz einfach das Schlagbohrer ein und du Rankenhieb. Dann passt das schon, oder? Wobei, warte, setzt er jetzt Geofissur ein? Oder was ist sein Plan? Keine Ahnung. Hornbohrer. Nein, es hat verfehlt. Es reicht. Einfach der gleiche Scheiß wie vorher? Ja, voll kreativ. Sag mal. Was ist denn das hier bitte für eine Todesroute, ey? Aber wenn wir noch die Runde überstehen, dann gibt's keine Toten. Ja. Ich kann oder ja Kritte. Nein. Oh nein. Nein. Lächerlich. Setz irgendwas ein. Oh, ein Schmutz. Ist egal, ich hab eh Pio. Ruckzuckhieb einfach. Oh, ey, das wusste ich nicht mehr, dass es hier so hardcore zugeht. Könnt ihr euch auch mal für Erzgebirge Aue kleiden? Ja, der Ruckzuckhieb hatte nicht mal gereicht. Leider, ja. Alola Vulpix oder Galoppa, bitte. Galoppa fühle ich schon sehr, ja. Ja. Wobei Ponyta schöner ist von der Farbe, also in der Shiny-Form auf jeden Fall. Was? Ja, wir könnten ja vielleicht ein Shiny Ponyta rübertauschen und damit dann spielen. Es geht aber nicht mehr. Ich habe alle meine Shinies in Home und von Home kannst du sie nicht hierher tauschen. Warum? Weil das so ist. Du kannst nur Schwert und Schild tauschen und von Schwert und Schild kannst du nicht auf Let's Go tauschen. Du kannst nur von Let's Go auf Schwert und Schild tauschen. Und für so einen Müll soll man Geld zahlen? Ja. Okay. Alles klar. Und warum ist das jetzt schon wieder kein Doppelkampf? Die beiden Mädels stehen da zusammen und ich muss die einzelnen herausfordern. Wie? So? Wahrscheinlich eh nur immer ein Pokémon. Anscheinend nur die Battles gegen Team Rocket sind ab und zu mal doppelt. Also gegen Jesse und James. Sonst gibt's einfach keinen Doppelkampf. Komm, setz Schlafpuder ein. Gegen Pikachu? Ja, weil ich will nicht wechseln. Ja, und wenn es jetzt auch noch stirbt... Du hättest doch wenigstens Ruheort einsetzen können. Dann verlierst du auch den Flugtyp und es ist nicht mehr so effektiv. Ja, das ist dumm, okay. Setz aber jetzt. Ja, jetzt sowieso. Ja, jetzt kann ich Ruheort, mich schön. Ruheort, chill dich hoch mit deinem KP. Alles gut. Turtok safe für Liga? Nee, wir wollen nicht zu OP sein. Keine Starter zur Liga. Nee, die Starter sind jetzt auch nur vorübergehend dabei. Die werden nicht bis zum Ende bleiben. Ja.
Safe call. Zu OP. Ich mach Ruckzuckhieb und dann ist es weg. Wir nehmen noch ein paar Dullis mit rein. Die Raupi, die Scherz. Kann man auch gut vorstellen, dass Pixie und Enteron bis zum Ende bleiben werden. Rizeros fühle ich eigentlich auch. Ja. Und Galoppa ist ebenfalls ein guter Vorschlag. Ja, und ist auch nicht so stark. Genau. Es ist heute wieder schöner bei euch. Es hat heute schon geschneit. Es gab gehagelt. So viel Schnee, der ist mittlerweile weggeschmolzen. Aber zwischendurch hat es nochmal geschneit und gehagelt. Jetzt scheint Sonne. Ne, die Sonne ist wieder weg. Früh mit dem Auto, das war alles zugeschneit. Bin ich sogar gerutscht. Aufpassen, ne? Ja. Langsam fahren, Leute. Wahnsinn. Gerade wenn es alles schmilzt, extrem rutschig und gefährlich. Nicht gut. So, ich glaube, es war noch ein Parfüm aktiv, deswegen laufe ich hier noch ein bisschen rum, aber kein Glück, kein Kadabra. Dann halt nicht! Das will es nicht. Du musst das andere Mädchen noch ansprechen. Ja, mach ich doch. Ich kenne mich doch aus mit Mädchen ansprechen, kein Problem. Ja. Als ob. Mandy, Scharschmidt, danke für 5 Münzen. Welche Pokémon findet ihr am hässlichsten? Ah, da musst du einfach nur meine Videos verfolgen, dann weißt du das. Ich kann ja, jetzt wir haben das aufsehen. Doch in dem letzten Part auch beantwortet, die Frage. Ja, Unratütox und so. Wie gesagt, wer die Pokémon Let's Plays schaut, der weiß. Ich kann jetzt nicht eine ganze Liste aufzählen. Weil ich auch die Namen nicht weiß. Ich muss die dann sehen vor mir. Ich kann mir keine 800 Pokémon-Namen merken. Das sind nicht mehr 800, das sind viel mehr mittlerweile. Ja, es sind wie viel? 839 oder irgendwie sowas. Das ist freche Mauzi. Ja, richtig so. Habt ihr vor, am Ende gegen Rot zu kämpfen? Wir machen den Postgame-Content auch, ja. Außer die Supertrainer, das ist geistesgestört. Ja. Die habe ich gemacht und. Alle? Das ist echt kein Spaß. Ich glaube schon, ja. Nee, niemals. Doch. Sagt, ich weiß ja noch, ich habe. Die Supertrainer mit Safkorn, Kukuna, Carpador, die richtigen was? Spaßigen ja auch gemacht. Was gab's dafür nochmal? Ja, man hat dann nur einen Titel bekommen. Du kannst dich dann Meister Kukuna-Trainerin oder so nennen. Selbst wenn man alle besiegt hat? Wenn man alle besiegt hat, bekommt man noch so einen speziellen Titel, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr so. Oder es gab überhaupt keine Belohnung dafür, das kann auch sein. Wenn es soweit ist, werde ich euch informieren, Leute. Wir sprechen es nochmal an im Postgame. Das ist einfach schon ewig her. Oh, zurückgeschreckt, geil. Machen wir es fertig. Seid ihr wieder zusammen? Wann waren wir getrennt? Was? Auf Route 11 gibt es einen Rollenspieler mit Geofissur. Den haben wir doch schon besiegt. Wir waren schon auf Route 11. Das ist die neben Orania, ne? Hat die wirklich 3 Mauzis? Digga, ja, jetzt ja aber. Vor allem mit ihrem blöden Mogelhieb. Nervt, die Alte. Aber ich habe keine Kampfattacken. Ja, dann lass es. Dann bleib halt. Es ist jetzt unnötig zu wechseln. Kein Glück mit den Gegnern. Aber er könnte auch langsam mal Rasierblatt oder sowas erlernen. Was ist denn mit ihm? Oh, Zahltag, wow. Es sind 898 Pokémon. Okay. Echt Smash vor Ubo? Oh shit. Kämpft der Boy? Ja, ich denke schon. Wir sind so beschädigt, weil lass mich mal hier so einen Spezialisten holen. Auch nicht zu hoch gelevelt, den können wir doch noch hernehmen. Könnte ich glaube, Julia ist ja alle Supertrainer besiegt hat. Ich nicht. Alle hast du nicht gemacht. Das wäre ja viel zu nervig, ey. Ja, es ist auch nervig. Dodu, Dodri ins Team, Fragezeichen. Müssen wir mal schauen, was am Ende so bei ich rumkommt. Martin.
Aber auch interessant, ja. Mit Bohrschnabel und, ja, Triplet. Also entweder das oder wir bleiben bei Tauboss. Müssen wir mal schauen. Ach komm, was? Ach, ich seh ein bisschen da. Ey, unsere Pokémon sind solche Opfer geworden. Rengoku, danke für 5 Münzen. Wie rankst du die Pokémon-Gens? Also ich nach Spielspaß. 2, 4, 3, 1, 6, 5, 7, 8. Hier kommen wir, glaube ich, auch nicht durch. Genauso wie sein Kollege hat der scheiß Laune. Fuck, ich habe vergessen, GameStop-Aktien zu kaufen. Mann, scheiße. Ich lasse niemanden durch. Bruder, ganz belastend. Ich nutze meine Stellung aus. RIP. Dann nehmen wir halt den Tunnel. In der Nähe von Prismania City wurde ein riesiges schlafendes Pokémon gesichtet und angeblich ist es nicht der einzige Tagträumer seiner Art in der Kanto-Region. Warum pennen die hier alle so oft? Ja, echt? Wahrscheinlich, weil die Kanto-Region viel zu oft in neuen Spielen verpackt wird und das finden die alles so gähnend langweilig. Ah, da war ein Item. Ja, ja, ich weiß. Wie viel Mbit Download hast Hallo, du? Hallo, hier! 1 Gigabit. Ach, aber Schmutz. Also 1000 müsste es sein. Hier noch was. Das nervt so, dass du keine Items finden kannst. Ja. Kannst du wirklich nichts? Ich kann nicht mal aufheben. Du bist so ein imaginärer Freund. Du existierst einfach gar nicht. Ich bin ein Geist. Du bist mein imaginärer Freund, der mich auf der Reise begleitet. Ja. Und ich setze einfach unfairerweise 2 Pokémon ein in jedem Kampf. Mhm. Obwohl ich alleine bin. Moin moin. Das Einkaufscenter von Prismania City ist so praktisch, weil es so viele Waren im Angebot hat. Gehst du da auch dorthin? Klischee komplett erfüllt. Ja. Aber bei den Männern auch oft in dem Spiel. Oh, das sind ja schöne Blumen. Unterführung. Verbindet Prismania City mit Lavandia. Alles klar. Ja, die Blumen sind echt schön. Also, ey, vom Detailletzgrad ist Let's Go echt nice. Echt Wahnsinn, um wie viel schöner es als Schwert und Schild ist. So traurig. Für Schwert und Schild. Und wisst ihr noch damals, als Let's Go Evoli und Pikachu rauskamen und viele noch so rumgeheult haben, so, sieht einfach nur ausgelegtes 3DS aus. Und ich meinte so, ja, also mir gefällt es eigentlich in der Form, aber die richtigen Pokémon-Spiele, die kommen ja noch ja, und die werden so heftig. Heftig. Ja, und dann kam der Trailer und ich dachte, Bruder, ist das jetzt nur Alpha oder? Und es kam auch als Alpha raus. Ja, heutzutage hat man mehr Wissen und die Hoffnung aufgegeben. Musst du dir jetzt ausgerechnet so einen scheiß Reflektor, Lichtschild aufstellen? Naja, Barney wird regeln, denke ich. Und ich booste mich mal für das Gesindel, was noch kommt. Ha! Mach ihn fertig. Bäm. Mit einem Schlag. Man kann das Pikachu nicht weiterentwickeln. Das wird immer ja, ein Pikachu bleiben. Ja, ja. So wie im Anime. Bei Evoli ist es genau das gleiche. Bei Evoli ist es ehrlich gesagt noch ein bisschen belastender, weil Evoli hat so viele geile Optionen. Okay, gut, hier halt auch nur 3, aber dennoch. Ich finde es auch vor allem schade für die Leute, die das erste Mal Pokémon spielen und dann mit Schwert und Schild anfangen. Ja, aber man kann es auch positiv sehen. Haben sie schon mal das schlechteste Spiel hinter sich und alles andere, was sie dann ausprobieren, wird sie einfach noch mehr hypen. Außer sie wollen wegen Grafik rum, aber
dann sind sie lost. Vor allem, weil... Ich fand, dass das scheiße aussieht, aber ich meinte halt wegen pixelig und so. Diese Trainerin ist voll schwer mit dem Dick 3. Ja, nicht nur das. Also Strychu war ja auch schon nicht schlecht. Sie hat was zu bieten, ne? Muss man wirklich sagen. Aber immerhin setzt sie kein Geofissur ein. Dafür aber Erdbeben. Ja, toll. Das ist sehr super, effektiv. Barney's down. Belastend. Tschüss, Barney. War nett, ja, doch. Sie. Also in diesem Part hat die Stärke kassieren der Trainer wir. Enorm zugenommen. Ja, da kassieren wir schon. Vielleicht müssen wir doch ein bisschen mehr random Pokémon fangen. Jurob! Eigentlich das schwächste Pokémon, aber gut, es ist auch eigentlich auch offiziell ihr erstes anscheinend. Weiß der Geier, warum sie mit einem anderen begonnen hat. Und nein, das Eissplitter, das ist natürlich sehr effektiv. Oh, aber sie keinen von uns. Andersrum jedoch auch nicht. Och Mann. Okay, jetzt ist aber der Lichtschild endlich weg. Ja, jetzt kannst du wir reinhauen. Wir riskieren es, bleiben drin und du gehst am besten auf Ruckzuckhieb. Eissplitter böse. Ah, da passiert nichts. Und jetzt mein Psi-Strahl besiegt dich. Nee. Ich mache jetzt Ruheort. Nein, Ruckzuckhieb, wer ist unter Tod? Ja, aber ich... Ach, okay. Ja, aber das Eissplitter zieht eh nicht so viel ab. Da wäre es eigentlich schlauer gewesen, ich heile mich. Nein. Doch. Wir sind in Prismatic City, da kommt nichts mehr. Brauchst du Anime? Nee. Luftschnitt! Sehr gut. Eine schöne Flugattacke. Wobei, warte, war das jetzt eine dumme Aktion? Warum? Er ist doch physisch, ne? Scheiße. Ja. Ach nee, speziell, lol. Okay, alles gut. Bin lost. Alles gut. Das Item noch mitnehmen? Elixier. Hier gibt's Porygon. Wild. Oh. Aber auch, glaube ich, relativ selten. Na, den müssen wir aber auch versuchen zu triggern jetzt. Ich hatte hier einen Shiny-Hand und das hat gut geklappt. Porygon! Komm her! Vor allem, du kannst es hier leicht machen, indem du bei diesem Eingang raus und rein gehst und dann sind ja dann immer instant neue Pokémon da und das macht die Kette nicht kaputt. Oh, Leute, ihr erhaltet hier Pro-Tipps. Ja, so war das halt sauschnell da. Also wenn ihr Abra, Tauboga oder Porygon Shiny handeln wollt, dann macht es so. So, nichts da, dann wieder. Und wir fangen mal das Vulkan noch für ein bisschen EP. Findest du den Let's Go-Grafikstil besser als den der Remakes von Diamant Pearl? Mit dem Statement halte ich mich zurück. Erstmal abwarten und das Remake spielen. Ja, das kann man vorher nicht sagen. Jeder dachte ja auch, Schwert und Schild wird übelst heftig und ja. Anhand eines Trailers möchte ich das nicht beurteilen. Nein, die Trailer sind ja eh immer so beschönigt, so. Wer hat den privaten Smash-Kampf eigentlich gewonnen? Ich glaube, das wurde missverstanden. Das war doch nur Joking. Wir haben nicht gekämpft. Und wenn, hätten wir es auf Twitch gemacht. Ja, wir hatten früher vor Jahren doch so Just for Fun gespielt. Ja, schon. Gamezone, danke für 2 Münzen. Bin seit Free Gather dabei. Danke für alles. Liebe Grüße. Ich danke dir. Kann mal einer nachschauen, wie hoch ist die Chance für Porygon? Auch 1% oder besser? 1, 2, 3. Warum war das jetzt kein einfach perfekt?
Eins, zwei, drei. Was? Wo gingen die denn hin? Wo haben wir denn geschielt? Oh, eins, zwei, drei. Wir haben auch noch keine Bonbons gegessen, fällt mir ein. Vielleicht sollten wir damit auch mal anfangen. Einfach um das so ein bisschen auszugleichen. Hier gibt's auch Akani. In dem kleinen Gras da? Ja. What? Es kommt auch relativ häufig, wenn man eine Kette hat. Und hier Porygon? Ich glaube aber auch 1% irgendwie sowas. Aber soll der Chat das genau sagen? Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf. Porygon kriegt man aber auch geschenkt. Ja, dann gehen wir gleich wieder, oder? Nee, fangen ist natürlich cooler eigentlich. Aber wenn es nicht kommt, dann kommt's nicht. Ungewöhnliche Begegnung. Ich habe jetzt drei verschiedene Prozentangaben im Chat gelesen. Mal wieder typisch. Auf PokeWiki steht ungewöhnliche Begegnung. Wieder 30 weniger als 1, 5% 1. Was jetzt? Oh, Kadabra! Damit wäre ich auch zu viel. Aber damit, das ist drei Pokémon auf einem Haufen. Welches kommt? Natürlich nicht das, was wir wollen. Verpiss dich. Doch. Du kommst auf den Grill? Und warum ist das Kadabra so groß, Alter? Weil es halt groß ist. Ist ja, jetzt ja krank. Bist du ins Vulkan, jetzt ist Vulkan oder was? Und gleich spawnt es weg. Nein, 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 wir kriegen den, wir kriegen den. Was? Warum? Ja, mein Gott, ich hab's dir gesagt. Was soll die Scheiße? Ich hab's dir gesagt. Man so ein... Willst du vielleicht mal Lockduft einsetzen? Hab ich doch. Ich dachte, die können nicht verschwinden, so wenn man in einem Battle ist. Außerdem kann ich doch nichts dafür, dass die dann einen Gangbang zu dritt machen. Ja, jetzt brauchen wir das OMG Pikachu Face. Und Betrug Emoji. Ja, komm, dann. Das mache ich nicht mit, das ist Beschiss. Dann soll er doch zur Hölle fahren, der Ruhe. Jetzt kommen sie alle auf dich zu. Warte, bis das Lockduft zu Ende ist, machen wir noch, aber dann geht's weiter. Weil so ein Betrug unterstütze ich nicht. Kauft alle nicht das Spiel. Okay, ist ein bisschen hart, aber seid euch dessen bewusst, was ihr damit supportet. Ja, oh, oh, alles gut! Kauft alle das Spiel! Ausrufezeichen Pikachu, Link jetzt ist in der Beschreibung. Abra. Jetzt flüchtet es gleich instant. Nein, oh, der ist total rot. Ja, wir müssen ihm ein bisschen was zum Naschen geben und Hyperbälle einsetzen. Ja, sehr gute Idee. Wir haben schon 20 von denen. Wow, mashallah. Nein. Eins. Drück doch! Jetzt werde ich gezielt. Was redest du für Quatsch? Eins, zwei, drei! Wenigstens meiner hat getroffen und einfach fabelhaft. Bleib drin, First Try, komm. Mhm. Ja, drin. So sieht's aus. Yeah. Und das Porygon, das nehmen wir dann geschenkt mit. Ja. Würde ich sagen. Weil ich habe auch im Kopf, dass man das irgendwo kriegt. Ich glaube... Naja, wir wollen nicht spoilern, aber ich glaube, man kriegt das. Ja. Und wenn nicht, dann versuchen wir es vielleicht ein andermal wieder. Aber Kadabra kam auf Ehre zurück, weil es auch erkannt hat, das war zu krasser Beschiss. Kann hier ich nicht sieht bringen. Man halt gar nichts mehr. Nein, ich oh, perfekt. Was? LOL! WTF? Okay! Kauft alle das Spiel! Gib ihm wieder zu essen. Oh, können wir das ins Team nehmen? Ich liebe Porygon. Was? Ja? Ein Team? Mal durchwechseln okay. Halt. Was tust du ja, denn? Ich will es fangen! Auf drei! Jetzt hast du den EP-Bonus versaut und das Warte. Wütend gemacht! Okay. Eins, zwei, drei! Schmutz. Gib ihm zu essen. Ich kann nicht. Doch, jetzt kann ich. Er wird flüchten, ich spüre es. Eins, zwei. Drei.
3. Komm, gönn. Scheiße. Jetzt noch müssen wir mal. Einfach werfen. Mach, einfach werfen. 1, 2, 3. Yo, come on. Bitte. Come on, bro. Bleib drin. Bleib drin. Ja, Ich hab aber gar nicht aufs Level geschaut. Ist der fürs Team ready? 28? Bruder, komm rein. Du bist hier wärmstens willkommen. Bist willkommen. Darf ich dir einen Tee oder einen Kaffee anbieten? Ich kann auch schnell noch zum Bäcker fahren und dir einen Kuchen holen. Alles gut. Ja, dann hat sich diese Show sehr gelohnt. By the way, wir brauchen noch einen Namen für Glutexo, fällt mir gerade ein. Das hat Blue, glaube ich, schon 5-mal geschrieben. Taxi. Oh Gott. Oder Tax, Anspielung an Steuern. Feuertax. Ja, Feiertax. Feiertax. Hardbox, danke dir für die Mitgliedschaft. Passi King lässt eine Münze da. Kuss und Rikru 18. Mal wieder Quarantäne. Vielen Dank für die Unterhaltung. Macht echt Spaß, euch zu sehen. Mal wieder? Was ist bei dir los? Also, wir hatten noch keine offizielle, also wo man verhängt wurde oder so, sondern die Freiwillige halt. Aber ja, dann machst du gemütlich. Wird schon wieder vorbeigehen. Ja, kommt Hubani raus. Ja, Ranky, weil den brauchen wir jetzt nicht bei den Pflanzenarena. Ja, okay. Okay, wie sieht's aus mit den Moves? Kopfnuss ist ja gut, weil es ist ja ein normaler Pokémon. Warum zum Geier hat eigentlich Hotwing noch nicht Kopfnuss? Ja, wobei, Ruckzuckgrip hat uns schon ganz gut supportet eigentlich. Fireclaw wäre aber ein besserer Name. Ja, ist auch ganz nice, aber ich fand jetzt Feiertax spontan cool. Oh, kein Donnerblitz. Warte, wie sind seine Stats überhaupt? Spank ist sogar spezial, höher. Spezial, ja. Ja, kann Donnerwelle, dann soll er anstatt Donnerwelle Donnerblitzer lernen. Oder Barrier. Du hast Donnerwelle nicht drin. Ja, nee, okay, bei der Init 28 Init Schmutz. Außerdem hat er noch ein Minus-Init-Wesen, dann weg damit. Ja, bei einem Pokémon, was eh einen Schmutz-Init hat, dann. Ja, eben. Name für Porygon, Leute, fällt euch was ein? Polly. Oder dir? Du wolltest es ja unbedingt haben. Fällt dir was ein? Polly. Polly, oder, oder Perry. Da ist ja mein Taxi oder Taxi, oder was ich vorhin gesagt habe, besser. RIP. Der Baustein. Baustein. Lego. Wobei, nee, kriegen wir ja Klage. Nein, kriegen wir Klage. Klemmbaustein. Ja, Klemmbaustein genau. Lieber. Leute, kein Lego sagen, ne? Ja. Erstmal kämpfen das ist jetzt. Das ist kein Lego. Eine kleine Straße zwischen zwei Städten. Ah, Route 7 hat ihren ganz eigenen Charme. Bist du bereit? Yo. Na dann, wie wär's mit der Musik? Hein? Dieses Stück nenne ich Pokémon Kampf. Mal sehen, was der Typ so drauf hat. Cybertruck. Wir nennen ihn Cybertruck. Ja, das ist auch geil. Geil. Das kam von Yannick99. Gefällt mir sehr gut. Beste. Korenta. Okay. Donnerblitz. Drauf. Dieser verflixte Astrainer hat eine. Was? Einfach gekillt. Ich wollte gerade noch eine Ansage machen. Aber ich hab dich gerecht. Ey, wir haben jetzt mittlerweile schon so viele tote Pokémon in diesem Stream. Wir holen also langsam das Ranking auf. Ja? Vor ein, zwei Folgen haben wir noch geflext, so wir besiegen mehr Pokémon als der Gegner. Und jetzt schau dir dieses Desaster an. Das ist ein Friedhof. Aber ich habe auch alle Starken vor der Folge rausgeschmissen und die Halbdullis rein, ne? Das müsst ihr schon auch bedenken. Oh, Knuddelduft.
Oh nein. Ja, vielleicht kann ich's ja paaren. Ein nerviger Hase. Ich gehe auf Luftschnitt. Ja. Aber der ist Level 30. Oh mein Gott. Nee, Triplet wäre eigentlich besser. Man könnte ja zurückschrecken, wenn ich schneller bin, ne? Ah, das war eine blöde Attacke von mir. Gesang ging daneben, alles gut bisher. Para. Schreck zurück! Ja, jetzt. Oder critte. Ja, ja, zurückgeschreckt! Geil! Schneit gerade übelst in Berlin. Hier gerade nicht. Nicht mehr jetzt, zum Glück. Aber kann ja in einer Stunde wieder was anderes sein. Vielleicht haben wir hier noch einen Tsunami oder so. Keine Ahnung. April trollt. Bruh. Danke für diesen tollen Kampf. Dafür bekommst du von mir das. Fassade. Das ist doch eigentlich auch eine gute Attacke, ja, für Porygon. Damit können Pokémon Fassade erlernen. Setzt ein Pokémon Fassade ein, während es von einem Statusproblem betroffen ist. Verdoppelt sich die Kraft der Attacke. Ja, doch. Geben wir doch gleich mal weiter. Aber Fassade ist physisch und Porygon ist speziell. Passt nicht. Es ist nicht kompatibel und da ist sogar Kopfnuss. Ja, wobei, warte, so ein mega Unterschied ist es jetzt nicht. Und dann würde ich lieber das nehmen als Kopfnuss. Ja, gut. Ja, aber bei Kopfnuss hast du den Bonus, dass er... Ja gut, bei seiner schlechten Init. Eben. Also Fassade ist besser. Auch Stärke 70, genau wie die Kopfnuss. Verdoppelt sich halt mit Statusproblemen und ihm würde ich es eigentlich auch geben. Weil der kriegt dann auch noch Step. Ja. Dann wird Druckzugkeep jetzt wohl weichen oder Spiegeltrick weg. Spiegeltrick, okay. Das setzt du eigentlich auch fast nie ein. Ja, hat uns ja auch heute nicht geholfen. Sind enttäuscht von dieser Attacke. So ist es wohl. Und damit erreichen wir Prismania City. Die Stadt der Regenbogenträume. Jetzt können wir unsere ganzen Pokémon erstmal heilen. Oh ja, ganz wichtig. Ist eine riesengroße Stadt, aber ich glaube, viel zu holen gibt's für uns hier in Let's Go Evoli und Pikachu nicht. Also grasen wir ganz schnell das Wichtigste ab und dann geht's auch schon in die Arena. Lasst Rhino Donnerblitz erlernen, nee, macht auch gar keinen Sinn. Was macht der hier? Der sieht ja gar nicht verdächtig aus. Latscht nicht andauernd von mir rum. Oder willst du dich dem Team Rocket anschließen? Oder willst du dich mit uns anlegen? Ich will euch vernichten. Warum geht er eigentlich nicht auf ihn los und verprügelt ihn? Was ist deine Ausrede, hä? Quapus, mein bester Freund, ey. Es hat sich aus seinem Kapuzzi entwickelt, als ich einen Wasserstein auf was angewandt habe. Oder er soll ihn einfach so hochheben und einfach rausschmeißen aus der Stadt. Rocco, was geht bei dir? Oh, hi, was für ein Zufall. Was ich hier mache, fragst du? Fortbildung, oder wie? Ich bin gerade auf dem Rückweg von der Arena von Prismania City. Ja, genau. Ah, er war spannend. Als Arenaleiter lege ich nämlich großen Wert darauf, mich mit meinen Kollegen auszutauschen, weißt du? Er war wirklich spannend. Ja, wir sind ja nur hübsche Mädels dort. Ja, eben. So bin ich eben, ein Profi durch und durch. Ja, wir verstehen. Leider sehen das meine Kollegen nicht alle so. Diesmal bin ich zumindest eiskalt abgeblitzt. Ja, weil du halt nur der erste Arenaleiter bist, ne? Das ist auch nichts Halbes, nichts Ganzes. Diese Marmoria-Cracker waren als Mitbringsel gedacht. Hier, du kannst sie haben. Der Frust sitzt bei ihm jetzt zu tief. Wenn ich Marmoria-Cracker knabbere, kriege ich immer einen ganz trockenen Hals. Trink daher am besten ein schönes Tässchen Tee dazu. Und den können wir den Wärtern geben. Aber warum ausgerechnet Tee? Fragt mich nicht, Leute. Vor allem, wie habe ich mir das vorzustellen, dass wir mit so eine Tasse Tee in der Hand herumlaufen und dann dem das bringen, oder was? Ist ja komplett lächerlich. Oh, verflixt. Ich wollte doch eine Tasse für den Wachmann aufheben. Er sah so durstig aus. Wie das noch drauf angespielt wird, damit es die größten Vollidioten auch noch verstehen. Ist so. Naja, das lässt sich nicht ändern. Jedenfalls scheinst du auf deiner Reise schon ein paar Arenen abgeklappert zu haben. Das lobe ich mir immer weiter so.
Vor allem, ich war damals wirklich zu blöd, aber auch zu jung. Ich konnte ja noch nicht lesen und alles. Ich wusste nicht, wie man nach Safronia City kommt. Ne? Ich habe diesen Tee oder was das damals war, nie erhalten. Und habe dementsprechend lange gehangen. Ja, irgendein Freund von damals hat mir dann in der Schule lustigerweise geholfen. Ich habe den Gameboy mit in die Schule genommen. Dass er nicht konfisziert wurde von der Lehrkraft. Das war damals noch ein bisschen locker gesehen. Das war ja erste, zweite Klasse oder so. Ja, aber trotzdem mit Gameboy in Schule, das ist ja schon, ja. Ja, war schon wild. Mir wurde auch noch mein Nintendo DS in Skilager genommen, aber das war auch 5. Klasse, da ging es natürlich schon um etwas mehr. So, wir haben hier geile Attacken, die wir uns gönnen können. Puh. Also Kaskade ist schon nice. Das nehme ich mal mit. Und Spukball, oder? Spukball ist auch gut. Mhm. Eisenschweif für Pikachu, aber es kostet alles so viel Geld. Wir sind doch keine Multimillionäre. Was hast du so? Ja, können wir uns wieder ein bisschen eindecken mit Bällen. Ja, wir haben aber noch 37, das passt schon. Ja, okay. Wenn, dann sollten wir wieder gucken, dass wir ein paar Sachen verkaufen. Haben wir überhaupt viel? Ja, Sternstaub, Perle. Ein bisschen was. Schade, dass man hier nicht alles so markieren kann, was man auf einen Schlag so verkauft. Aber das wäre dann auch zu umständlich gewesen. Du erwartest zu viel von Game Freak. Woher bekommt man die TM-Zahltag? Weiß ich nicht, aber du kannst die Parts ja angucken. Glaube ich. Die haben wir irgendwann am Anfang bekommen. Das war irgendwo in den ersten 3 Parts, glaube ich. Aber wo die jetzt genau war, nee, I don't know. Nix. So, jetzt weiß ich gerade gar nicht. Gibt's hier noch irgendwas Wichtiges? Wir sind dann ganz oben, oder? Da kann man noch Tafelwasser zu bekommen. Das sind coole Heil-Items. Ja. Ja, das Ärgerliche ist halt, du kriegst immer eins raus. Oh, und ein Dompteur im Pokémon Center. Okay, ich guck dann gleich nochmal vorbei. Ich muss ganz dringend auf die Toilette. Doch, hier kommt schon wieder ein Kunde. Und der neue Kollege, der mich ablösen sollte, kommt auch noch zu spät. Oh, so hilft mir doch jemand. Reicht mir denn niemand die Hand? Und in diesem Sinne, TM, rechte Hand. Was ist ein TM? Okay. Sie erhöht die Stärke der Attacken eines Mitstreiters. Ja, haben wir schon gezeigt im letzten Part beim Felstunnel. Alter, wie viele Nintendo Switches hier rumliegen. Läuft. Diesen Bereich mag ich. Hm, der sieht schön aus. Zum Detailheitsgrad wäre Schwert und Schild gar nicht denkbar. Ach, der hat Evolutionssteine? Ja, nur nicht Mondstein. Die musst du dir im holen. Mhm. Aber den gibt's ja, wie gesagt, täglich im Mondberg. An der Stelle, die wir gezeigt haben. Zahltag gab's von einem Trainer. Okay, dann muss das irgend so ein Spezialtrainer gewesen sein. Ja, stimmt. Hier kriegst du doch für 1 Million so einen komischen Hut. Die sind so... Dickter Hut für 50 Dollar. Nehmen wir mal mit. Sieht bestimmt endlos lost aus. Ja. Und hier sind schönere Hüte. Der ist auch nur für Pikachu, oder? Ja. Alter. Was soll das? Wie viel Hass kann man auf ein Pokémon haben? Sommerhut, süßer Hut, eleganter Hut. 20.000. Ja, vor allem, man bekommt nicht mal einen Blick, wie die aussehen. Ja, also bei dem Preis ist es irgendein Gucci-Hut. Wehe, der lohnt sich nicht. Was hast du noch? Spezielles. Was soll ich mir darunter vorzustellen? Da kannst du noch ein bisschen sparen. Da gehe ich lieber zu Burger King und nehme mir da die Krone mit. Und hier gibt's Schleifen. Völlig krank. Jetzt kommt die Frau. Es ist ein Mädchen, also kann man das Pikachu auch. Ja. Ich will das nicht. Schöne Das ist nur für das Pikachu. Was? Ich habe jetzt 20.000 für das Pikachu aus. Ja, natürlich. Oder war ich gerade dumm? Nein, das gibt es nur für das Pikachu. Warum kann denn ein Pikachu mit einem Gucci-Hut rumlaufen? Auch das Krönchen gibt es nur für ein Pikachu.
Und dann sieht er auch noch scheiße aus. Echt? Aber ja, sieht wirklich noch gut aus mit diesem schwarzen Band da. Tu ihm lieber bitte so eine Schleife kaufen. Die sind viel schöner, doch. Wo kriege ich die her? Hier, da rechts. Schau, diese Blume auch. Blümchen. Ja, Blümchen, okay. Aber diese rosane Schleife sieht auch mega schön aus. Ja, hier, dann stell ein, was du haben willst. Also ich kaufe jetzt erstmal ein paar Sachen, weil ich muss mich ja dann auch entscheiden können. Aber achte aufs Geld. Ja, ja. Wie im realen Leben. Die Kreditkarte ist auf 3 Euro limitiert, wenn du sie hast. Ein Bändchen? Was ist der Unterschied zwischen Bändchen und Schleifchen? Weiß ich nicht, das musst du wissen. Noch einmal ein bisschen was. Danke Aaron für die 3 Münzen. Und Fuchs Robert für 5. Welches Pokémon-Spiel findest du am besten? Pokémon Platin, Hard Gold, Soul Silver, Gold, Silber, Blau. Sumpex 40, danke für 1 Münze und Konstantin Wien ist Mitglied geworden. Kuss. Nein, das wollte ich nicht. Es freut sich auch noch, dass du ihm diesen Schmutz gekauft hast. Nein, ich will es ihm selbst anziehen. Okay. Ja, du musst schon bei Accessoires gehen. Ja. Niedliche Schleife. Oh Gott, das trägt es dann so hier beim Hals. Oh, Brust. Achso, man kann es sich aussuchen. Ah, okay. Beim Schweif sieht man das fast gar nicht. Ich mach mal Brust und tu diese hässliche Kappe ab. Warum? Ich hab doch jetzt nicht umsonst 20.000 dafür ausgegeben. Ja, aber das sieht blöd aus mit der Kappe. Wieso? Das machen wir gleich mal weg hier. So. Kann man noch umtauschen? Das ist doch mal schön. Nee. Das machen wir auch noch auf die Brust. Gott. So. Jetzt ist unser Pikachu schön. Ja. Ganz deiner Meinung. Oh, es geht noch schlimmer. Nein, will ich nicht. Sonnenbrillen. Welche passt? Dann eine dunkle. Boah, ist das eine Abzocke hier. Es ist vor allem so Krusch, den du eigentlich nicht brauchst, aber trotzdem irgendwie genötigt wirst zu kaufen. Ja, sagte sie, nachdem sie das ganze Zeug gekauft hat. Hä, wo ist das denn jetzt? Du musst bei Brillen. Warum gibt es einen eigenen Punkt für Brillen? Das sind doch auch Accessoires. Also das sieht mega scheiße aus mit der Brille. Ich darf auch was anziehen. Sieht das richtig doof aus. Also ich finde, das sind kleine eigentlich übelst... Also, okay, finde ich's. Nintendo ist völlig verzweifelt. Ja, innerlich habe ich geweint. So, hier kriegt man jetzt aber... eine Cringe-Szene. Ja. Pikachu! Energy starrt neugierig auf die Coca-Cola-Dosen. Ich will aber nicht so ein Zuckerzeugs kaufen. Wir kaufen lieber... Tafelwasser. Sprudelwasser. Ja, Sprudel. Und nicht diesen Schmutz. Pika! Es freut sich. Aber guck mal, es gibt noch Limonade mit wenig Zucker und viel Fruchtsaftgehalt. Die können wir noch kaufen. Ja, aber es muss ja einen Warnungsaufkleber aufbekommen. Genau, es muss einen Warnungsaufkleber haben. Achtung, wenig Zucker. Ja. So ist das richtig. Schön. So. Was machst du hier? Ein Taubsi. Ich hab Durst, ich will jetzt sofort was aus dem Getränkeautomat haben. Gibst du dem Mädchen was? Ja, okay, aber das bekommt nur Sprudel. Aber die Eltern sollen es kaufen. Ja, ist vielleicht ein Waisenkind, keine Ahnung. Oh, vor allem okay, beste Eltern, wenn die nicht auf ihr kleines Kind da aufpassen. Es kann doch da auch runterfallen, alles vom Gelände. Ja, typisch wieder. Na gut, dann geben wir ihr halt das Tafelwasser. Cool, das hat gut, dankeschön. Dafür schenke ich dir auch was ganz Tolles. Lichtschild. Oh. Hier wird wenigstens was Schönes gelehrt. Ja. Mit der TM06 kannst du einem Pokémon die Attacke Lichtschild beibringen. Wenn es sie einsetzt, erleidet es weniger Schaden durch Spezialattacken. Kriegt man auch noch anderen Stuff?
wenn man ihr jetzt eine Limonade zum Beispiel gibt. Nicht. Das war lecker, vielen Dank. Dafür bekommst du Schutzschild. Doch, kriegt man. Juhu. Ja, und jetzt dann noch Reflektor wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich, ja. Und zwar für Sprudelwasser. Mhm. Du hast recht. Ja, nehmen wir noch mal mit, wieso nicht? Meine Schwester ist ein Pokémon-Trainer. Trotzdem kann sie ein unglaublicher Quälgeist sein. Das macht mich manchmal ganz verrückt. Einem Wanderer wie mir liegt es einfach im Blut, hohe Orte zu erklimmen. Selbst wenn es sich dabei nur um ein Einkaufscenter handelt. Weirdo. Er kennt's nicht. So, ich glaube, damit haben wir aber alles Wichtige, oder? Ja, noch den Dompteur mitnehmen. Hm? Dem Dompteur im Pokécenter. Ach so, richtig, mitnehmen. Der Dompteur. Ja, ich fahre einfach nicht mit, ist auch besser. Ich darf da laufen. Muss man Pikachu dabei im Team haben? Nee, oder? Weil es sitzt ja eigentlich die ganze Zeit auf unserer Schulter. Ja, es ist ja eigentlich immer da. Eigentlich ist es immer da, richtig. Ja, es darf nur nicht im Kampf eingreifen, wenn wir 6 andere Pokémon registriert haben. Weil das wäre illegal. Sehe aber keinen Dompteur. Ach, da hinten. Oh Gott. Oho, du siehst aus, als hättest du gerade ein ganz fantastisches Abenteuer hinter dir. Nee, ich bin noch mittendrin. Das inspiriert mich. Ja, ich sehe es vor mir. Die bombastischen neuen Attacken, die ich deinem Partner jetzt beibringen kann. Soll ich deinem Pikachu eine meiner heftigen Attacken beibringen? Joa. Schwebesturz. Was für ein Name. Was ist das denn? Typ Flug oder was? Ja. Tatsächlich. Ah ja. Pikachu schwebt nach oben. Man kennt's. Und stürzt dann unvermittelt auf das Ziel herab. Das Ziel schreckt eventuell zurück. Hä? Vor allem, wie will es nach oben schweben? Wie und why? Das ergibt so gar keinen Sinn. Okay. Muss man nicht verstehen. Vor allem extra eine Typ-Flugattacke, damit man in der Arena auf jeden Fall was Heftiges hat, ne? Ja. Das ist wichtig, einen guten Draht zu seinen Pokémon zu haben. Achtet drauf, dass ihr stets fantastisch miteinander auskommt. Ja, okay. Also ich denke, wir haben jetzt alles, ne? Ja. Bis auf, warte. Es gibt noch rumliegende Items, da hinten zum Beispiel. Das wollen wir uns noch mitnehmen. Und da rechts gibt's auch noch was. Oh ja, wir haben einen Goldbarren, man kennt ihn. Schau das arme Paragon an, es kommt nicht zu mir. Das Pikachu macht das mit Luftballons. Wäre das nicht cheaten? Da bekommt man ein Pokémon geschenkt, glaube ich. Da oben muss es doch auch noch irgendwas gegeben haben. Wir gucken mal nach. Oh, Götzen. Sieht man das dann auch wirklich in der Animation, wie es das mit Ballons macht? Alter. Also ich weiß, dass Fliegen hier in Let's Go Evoli Pikachu auch mit so einer Ballon-Animation ersetzt wurde. Aber für den Kampf ist das ehrlich gesagt eher cringy. Oh, da bekommt man vielleicht noch... oder nee. Nein, das ist ein Safronia aus der Hölle. Aber hier liegt Knuddler rum. Perfekt. Wirklich absolut perfekt für Pipi. Ja, dann muss es auch kein Mondgewalt erlernen. Weil Mondgewalt ist eh speziell und Knuddler ist physisch. Richtig. Ey, Leute, wir haben hier ein New Meta erfunden. Das ist gar nicht mein Team. Ja. Dann können wir es doch eigentlich gleich weiterentwickeln. Eben. Ja, moin. Links. Das ist ja krass. Ja, Barney. Und wie viel höher ist der physische Angriff? Viel. Was soll's sagen? Nö, nee, eigentlich kaum. Nicht. Bring's mal bei. Ich guck mal die Epixie-Stats an. Weil nach so einer Entwicklung kann sich das alles ja nochmal ändern.
Ne, das ist ein spezieller Angreifer leider. 95, echt? Spezialangriff, Angriff ist nur bei 70. Nee, jetzt kann es halt wenigstens eine Fee-Attacke. Ja. Zum Übergang halt. We take those, why not? Es steht zwar auch draußen auf dem Schild, aber es gibt nichts, was ich nicht weiß. Ich weiß zum Beispiel, dass in jeder Nintendo Switch-Konsole eine eigene kleine Welt existiert. Also los, verbinde dich mit deinen Freunden und tausche mit ihnen Pokémon, was das Zeug hält. Ey, früher hat er wenigstens noch eine geile Geschichte erzählt und das labert ja so ein Nonsens. Zwischen den Seiten liegt ein Infoblatt über TMs. Es gibt 60 insgesamt, Sylph Company. Ja, die haben die nämlich erfunden. Was gibt's hier noch für ein Shit? Ach, okay, Multiplayer-Gedöns-Anweisungen brauchen wir nicht. Wir wollen nur die TMs. Und auf der anderen Seite gibt's auch irgendein Item. Habe ein Fanart eingeschickt. Oh, ich habe ja heute noch kein Fanart gezeigt. Uff. Vielen Dank an Fan Freedom dafür. Ich weiß jetzt nicht, ob du das bist, aber das wurde uns zugesendet und finden wir auch ganz hübsch. Deswegen an dieser Stelle mal an alle vorgestellt. Und ich glaube, jetzt gucken wir noch ganz schnell, was da sonst noch so für ein Item rumliegt. Ja. Auf der anderen Seite. Aber ich bin sicher, dass man da irgendein Pokémon geschenkt bekommt bei so einer alten Omi. Ein Prismania? Ich denke schon, dass es dieses Gebäude war, nur von der anderen Seite halt. Was ist da links? Wir waren hier noch links noch gar ein nicht. Pokémon geschenkt? Ah, wobei ich glaube, ich weiß, welche ja. Du meinst. Wir können ja mal gucken. Erstmal nehmen wir das Sonderbonbon mit. Und ihr müsst noch Porygon umbenennen, richtig. Ja, genau. Dann mach mal schnell, bitte. Cybertruck. Achso, ja, ich kann es ja selbst. Lost. Danke dir, Sally, für die unendlich geile Message bei deiner sehr hohen Donny. Vielen, vielen Dank und danke, dass du ein Jahr Mod bist und dich um den Chat kümmerst und auch sonst immer recht aktiv bist. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich kann Glutexo nach Logard benennen, wenn ich möchte. Ist auch eine gute Idee, ja. Wenn es zu Glurak geworden ist. Aber dann wird es auch relativ bald aussortiert, weil dann ist es zu stark. Aber ist ein guter Vorschlag, ja. Ich komm gar nicht mehr hinterher. So, klären wir die Sache auf. Ja, bei dieser Omi, glaube ich. Was ist mit dieser ominösen Omi? Von all seinen geliebten Pokémon umgeben zu sein und in aller Ruhe ein Tässchen Tee zu trinken. Das sind die Momente im Leben, die wirklich zählen. Okay, von der gibt's nichts, aber ich habe das Gefühl, dass es hier irgendein Pokémon gibt. Vielleicht in einer anderen Generation? Warte, schauen wir hier links nach. Das sind ja mehrere Leute. Oder die da sehen unten eher so gab aus, als würden es. Nein, sie warte, da war noch was. Es waren doch zwei. Na und? Ja, warte. Nee, hier gibt's nichts. Sieht aus eher so nach Vater-Sohn-Gespräch. Oder so. Ach, hier ist noch das Game Freak Büro. Ach so, ja. Ja, da können wir auch mal vorbeischneiden. Schön, dich zu sehen, Pokémon Trainer. Du weißt zwar wahrscheinlich noch nicht, was ich damit meine, aber bitte schau nochmal bei mir vorbei, wenn du einen Titel ergattert hast. Dieser subtile Hinweis, dass wir nicht heftig genug sind, wir sollen sie bitte in Ruhe lassen. Ich bin der Grafiker. Schnappt ihn! Sperrt ihn ein! Ich weiß, dass das Design für dich entworfen hat. Uff, Bruder. Ganz dünnes Eis. Ganz, 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 ganz dünnes Eis. Ich bin der Programmierer. Tötet ihn! Schmeiß ihn jetzt einfach zum Fenster raus. Ich bin der Projektleiter. Verbrennt ihn! Poli, was machst du da? Mir scheint dieses Spiel eine Menge Spaß zu machen, das freut mich. Ja, aber das ist nicht alles, Bruder, weißt du? Und was ist eigentlich mit dem Porygon los? Ja, das will er durchziehen. Hey, Programmierer! Danke dafür, du Pfosten. Viel Erfolg mit deinem Pokédex, sag Bescheid, wenn du ihn vervollständigt hast. Uff, Alter, wie können die sich hier selber so hops nehmen? Es kommt einfach nicht durch. Die Geschichte stammt von mir. Welche Geschichte, als ob es Story in Pokémon gäbe, Bruder. Also deinen Job hätte ich gerne, weißt du? Tiefgründige. LOL. Ist Erika nicht süß?
Aber Misty mag ich auch gerne. Und nicht zu vergessen, Sabrina. Ja, nimm doch alle drei. Was? Immerhin gibt er wenigstens zu, dass er bei der Story eher gedanklich woanders war. Ach, Energiebonbons. Ja, nehm mal mit, diese nicht. Ach, dann habe ich mich wohl geirrt. Ich dachte, diese Omi gibt irgendetwas. Ja, ich hatte auch sowas im Kopf, aber ich glaube, wenn, dann in einer anderen Generation und nicht hier. Sprengt am besten das ganze Gebäude. Ja, ja, das wäre eine gute Idee. Explosion, Ferry, Metronom. Das wäre nice. Wobei, die arme Oma, die müssen wir vorher noch evakuieren. Ja, die kann man ja schnell rausschaffen. So, natürlich gibt es hier noch eine andere interessante Einrichtung, aber die checken wir beim nächsten Mal ab. Jetzt wollen wir hier noch das versteckte Item holen und auf zur Arena! Ich habe den Pokédex voll. Ja, in Let's Go ist es jetzt ja auch nicht so schwer, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wenn du ihn ins Schwert... Nee, da auch nicht. Nee, da ist ja die Hälfte der Pokémon gecancelt. Ja, eben. In Pokémon Home gibt's ja auch noch, das zu vervollständigen. RIP, Bruder. Nee, wenn du es in Sonne und Mond oder so vollständig hast, da ist es ein Flex. Hier ist noch ein geiles Hotel, oder? Was? Pokémon? Nee, du, die fühlen wir nicht. Ich komme aus der achten Generation und da sind so Viecher. Viele Pokémon gecancelt. Ich will die hier nicht. Raus mit die Viecher. Ja, ist gerade ein Ritter. Oh, aber die Gemälde, Alter. Ja, kann man die irgendwo bestellen? Sieht heftig aus. Würde ich mir echt gerne irgendwo hier an die Wand hängen. Mega geil. Noch so einer. Läuft hier auch ein. Verstass mich Sonne, hau ab, du Arsch. Weiß nicht, konnte man hier nicht noch Überreste bekommen? War da nicht was? Mit der Opa als Geisel. Dieses Spiel, bei dem man mit Pokémon durch die Lüfte sausen kann, ist der absolute Kassenschlager. Die Scheinchen fliegen nur so zum Fenster rein und ich könnte vor Freude in die Luft gehen. Ach, das ist der Typ, der diese Spielhalle erfunden hat. Die wir euch erst beim nächsten Mal zeigen wollen. Hä? Sieht so aus, als macht er ein paar illegale Geschäfte, hey. Ah, hier hat man doch Überreste bekommen. Also, zumindest in einer anderen Gen. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist. Ich fresse das scharfe Cry. Stimmt nicht. Also nein. Hey, ein unbekanntes Gesicht. Die meisten meiner Kunden sind Stammgäste. Da tut etwas Abwechslung gut, ja, weißt du? Da kann man kämpfen, glaube ich, oder? Gegen die... Nee. Ich glaube, das war alles Gold, Silber. Ja, ich verwechsel das. Hier kriegt man anscheinend wirklich gar nichts. Ich habe zu viel im Gamer-Paradies gespielt und jetzt zittern meine Hände. Der ist spielsüchtig ohne Ende. Ja. Ist das Monte, oder? Aber ich kann die Finger nicht davon lassen. Dieses Spiel macht einfach zu viel Spaß. Naja. Also ich glaube, man kriegt generell in Let's Go sau wenig geschenkt. Schade, ey. Naja, gut. Wir brauchen dieses Überreste-Zeugs. Was macht das Mädchen da? Das Start. Hä? Was ist denn mit der los? Ist das... Hä? Kommt man von hier aus gar nicht in die Arena? Ja, die ist lost. Ultra lost. Aber ey, mit so einem Radfratz braucht die sich da auch gar nicht reintrauen. Jetzt hast du deinen Glutexo da vergessen. Die Bewegungsanimation von Porygon ist auch richtig schlecht irgendwie. Das Wesen meines Pummeluffs ist hart. Sein Angriff steigt schneller an und sein Spezialangriff ist langsamer. Mit Duplexi kann es gar nicht verlieren. Heftige Attacke. Weiß ich nicht, ob ich jetzt die Aussage unterstütze. Aber ich unterstütze ihn. Der gönnt sich nämlich. Oh ja, war richtig. Diese Arena ist toll. Sie ist voller starker Trainer. Ja, das haben sie jetzt entschärft. Der hat halt früher wirklich extrem auf die Girls gegeiert. Kurze Frage, ist es auch in der amerikanischen und in der japanischen Version zensiert oder nur bei uns? Stimmt, es gibt keine Items im Spiel. Man kann dem Pokémon keine Items geben, also gibt es hier auch keine Überreste. Oh, stimmt, das haben wir ja voll vergessen. Es gibt keine Wesen und keine Items. Wir sind auch komplett lost, aber ich finde die Arena mega schön. Ja, die ist wirklich mega schön. So, du willst also unsere Arena-Leiterin Erika herausfordern? Dann solltest du wissen, dass wir nur Trainer mit niedlichen Pokémon in die Arena von Prismana City lassen. Lass mich doch mal sehen, ob du eins hast. Ist das ihr Scheiß ernst?
Ja, Pferde ist doch niedlich. Also wenn Pferde nicht niedlich ist... Oh, ist das ein Pipi? Das ist vielleicht das niedlichste Pokémon aller Zeiten. Darf ich streicheln? Ja, Pipi zieht immer bei Mädchen. Oh, das fühlt sich einfach so wunderbar an. Am liebsten würde ich es den ganzen Tag lang streicheln. Ich schätze, du hast die Bedingungen erfüllt. Das ist definitiv ein niedliches Pokémon. Dann will ich mal nicht so sein und dich reinlassen. Aber wir hätten mit ihr einen Ultra-Tütux oder so geben müssen. Was ist das für ein Schmutz? Ja, in den anderen Versionen wurde es auch zensiert. Das ist ehrlich gesagt ziemlich traurig. Unterstütze ich nicht. Was ist, wenn man jetzt kein niedliches Pokémon hat? Ah, wobei, das Pikachu und Evoli zählt ja, auch, oder? Ja, das zählt auch, ja, also kommst safe. Du so oder so okay, rein. Okay, okay. Aber das ist wirklich eine absolut schwachsinnige Überprüfung. Ja. Was soll das? Naja, kann man nichts machen. Brennen wir uns jetzt noch schön durch diese Arena durch. Oh, ich muss schon sagen, also mit der Sonnenbrille sieht das Pikachu jetzt echt aus wie ein Gangster. Mafia-Boss. Schön. Oh, Volltreffer. Ja, wir müssen auch Hotwing nach vorne tun, ne? Nimm doch Pikachu. Ja, der erhält bestimmt auch wieder einen Auftritt ja. Im Kampf gegen Erika. Wir können es ja schon mal ins Team tun. Und... Ja, und tu Hotwing auch nach vorne. Hotwing, genau. Wir können ja Killerling raustun. Oder Rino. Rino, der hat hier überhaupt nichts verloren. Da, ganz oben links. Ganz oben links. Der denkt sich bei den ganzen Pflanzen-Pokémon auch so, wollt ihr mich eigentlich umbringen oder was ist euer ja, Ziel? Ja, ich gehe dann mal besser, ne? Hier brauchen wir auch ganz, ganz dringend den Spaltschnitt, Leute. Sonst geht's nicht weiter. Pades92, danke dir für die Mitgliedschaft. Viel Spaß mit den Emojis. Und it's gratte. Erste Münze da. Wie findest du Mario Odyssey von 1 bis 10? 8? Ja, 7. So. Oh wei, cool. Was Neues. Ich hab's aber bis heute nicht verstanden, warum aus dem Pokémon eine Palme entsteht, aber okay. Bin jetzt gerade nicht. Aber nur ein Pokémon. Ja, die hat da gar keine Chance. Und es brennt noch elendig. Stell dir vor, die hätten Alola Radikal als niedlich bezeichnet. Also, mich würde schon interessieren, was sie sagen, wenn man denen jetzt mal so ein richtig hässliches Pokémon zeigt. Hätten wir vielleicht austesten sollen, aber ich war etwas überrumpelt von diesem Hallo, Quatsch. Und das ist halt doch... Mondgewalt, ja. Da ist es endlich! Yes! Man könnte jeden Trainer skippen, glaube ich. Gut möglich, ja? Weil es ist ja ein Labyrinth. Ja. Stimmt, aber wollen wir nicht. Wir wollen alle mitnehmen. Nee. Und Pipi entwickeln. Let's go! Sandri Groti, vielen, vielen Dank für deine Mitgliedschaft. Und da haben wir es, Pixie. Wir versuchen es bis zum Ende zu behalten, weil es ist ja so dein Favorit, ne? Ja, mein Lieblings-Pokémon ist es nicht, aber es ist halt nicht zu stark und deswegen denke ich, passt es ganz gut rein. Ja, ich meine nur in diesem Projekt. Du hast es ja von Anfang an sehr gefeiert. Ja, ich mag. Aber mir ist halt literally noch nicht aufgefallen, dass man den Pokémon keine Items geben kann. Mir auch nicht, ich hab's auch so voll verdrängt. Hier ist die nächste. Es wurde ja wirklich noch mehr aus dem Spiel rausdeletet, als ich dachte. Oh wei, sind keine Eier. Ah ja, aber was dann? Doch. Ich bin mir auch sehr sicher, dass das Eier sind. Ich hätte halt eher gedacht, dass ja da eine kaputt. Schildkröte oder sowas draus wird. Eins ist ja kaputt und da sieht man ja auch das Eigelb. Genau. Man hätte es so sagen können, ja, Kokosnüsse wegen Kokowai, aber die Kokosnüsse sieht ja nicht so gelb aus.
Ich hab's auch noch nie verstanden. Vielen Dank für 2000 Likes noch im Stream. Ehre. Rasierblatt, machen wir uns keine Gedanken. Ja. Was denkst du, werden wir in dieser Arena ein paar Probleme haben oder Nein. entspannt durch? Easy. Ich denke auch. Ich mache Ruckzuckhieb. Owei sind Samen. Nee, niemals. Nein. Wenn, sieht es auf jeden Fall nicht danach aus. Danke, Tina, für deine Erfahrungspunkte. Nee, das klingt so falsch. Wow, hier ist ja ordentlich was los, du. Ja, es sind viele Trainerinnen. Aber ist der alte Mann nicht ein Hardcore-Pedo? Ich meine, sie, okay, kann man ja noch begaffen. Aber die anderen Kinder? Kleineren Mädels, das... FBI? Das darf Twitter nicht mitbekommen. Läuft dein Kühlschrank. Wunderbar, ja. Hab auch einen tollen mit Eiswürfelfunktion. Göttlich. Sonnenkern ist ein Samen, beziehungsweise Kern. Ja, ja genau. Das stimmt. Der auf jeden Fall. Sogar das Pokémon Wiki sagt, es sind Eier. Na also. Ja, also. Ja, es sind ganz klar welche. Stimmt, was eigentlich mit Knofensa, Ultrigaria, Satzenia? Ja, das gibt's nur in Evoli, oder? Ja, genau. Weil haben wir noch kein einziges Mal getroffen. Ja, dafür gibt's hier halt Mirapla und dort ja, gibt es halt Knofensa. Glaube ich auch. Nee, wir müssen hier... Ja, ich sag's hierhin, ich habe jetzt auf dich geschaut. Wir müssen erstmal zurückgehen, weil vielleicht ist da unten ja auch noch eine Trainerin. Alter, dieses Pikachu. Wir haben es total verunstaltet. Sieht so boss-like aus. Jo, hier aber noch auf eine süße Art Nein, und Weise. Nein, hier kommt man nur zurück, dann... Kommt er mit seinem Aktenkoffer. Wobei sollte erstmal Kokosnüsse sein, dann haben sich die Entwickler umentschieden. Okay. Ja, aber dann hätten sie die Weiterentwicklung auch abändern sollen, oder? In ein Omelette oder so. Da ist unser Ziel. Erika. Wir wollen sie um ein Date fragen. Das, was Rocco nicht geschafft hat. Der ist nicht mal reingekommen. Ach, ein Duflor. Aber Glu zieht halt auch noch so wenig ab bei Glutex, so. Als ob das jetzt nicht gereicht hat. Leider gibt's nichts Besseres. Deswegen glaube ich, dass die Arena doch nicht so mega einfach wird. Schauen wir mal. Ja, mal schauen. Hast du Relaxo? Nö, noch nicht. Was ist für euch das schwierigste Pokémon-Spiel? Ja, schon die Schwarz-Weiß-Edition, oder? Weil die haben doch ja. sogar noch einen Hürdenmodus ja, und so. Ja. Die sind anspruchsvoll. Und ansonsten Platin ist auch nicht einfach. Das ist der Dex-Eintrag von Owei. Shared Owei mag zwar Eiern ähneln, ist aber ein echtes Pokémon, das aus 6 Individuen besteht, die wohl telepathisch miteinander kommunizieren. Hey, sehr verwirrend. Schon 31. Mal stärker hier. Was haben wir denn noch in der Hinterhand?
Vielleicht die Psycho-Moves von ja. Smetbo? Oh nein, ich bin gepaart. Ich würde sogar sagen, Smetbo ist eine Art Geheimwaffe, weil mit den Pflanzenattacken kann sie gegen das nämlich auch nicht viel machen. Was hältst du von Pokémon Go, dem Handyspiel? Ich hab's das erste Jahr total gesuchtet, aber dann halt irgendwann nicht mehr. Du hast es ein bisschen länger gespielt. Ja, yes, ich habe immer so Phasen. Genau, ja, ja, stimmt. Halt im Sommer mehr, ne, ist klar. Aber es ist auch einfacher, wenn man mit Hunden laufen geht. Dann kann man das nebenbei mal machen. Ich muss ja wirklich aktiv raus und mich dazu entscheiden und dafür habe ich keine Zeit. Oh, das hat aber ganz schön viel abgezogen. Alter, was? Wird mir aber langsam zu bunt hier. Ja. Soll ich Ruckzuck-Hieb machen und du nee, machst Nee, nee, bleib mal bei dem. Wir zeigen jetzt mal Energies neuen Move. Diese Brille. Ich komm drauf gar nicht klar. Lieblings-Eis-Pokémon. Oh, ja, Lapras. Arctos ist natürlich auch sehr schön. Was? Habe ich gerade richtig gesehen? Wegen einem Warnruf von mir gegen die Attacke daneben. Das ist so, ja. Bruder, was geht? Ist das lächerlich. So, jetzt zeig mal einen Schwebesturz, Pikachu. Wie die einfach random kommen. Okay, Game ja. Freak. Alles klar. Wir tun klar. es unter okay abhaken. Oh, Killerling bekommt jetzt auch Level 30. Das war ein richtiger Bra-Moment. Okay, lass mich mal kurz ordnen. Ja, gib ihm halt einen Trank und mach meine Paralyse weg, dann passt. Ich denke schon, dass wir mit Killerling beginnen werden. Oder was setzt sie als erstes ein? Weißt du es noch? Nee, ich habe gar keine Erinnerung mehr. Die Arena-Leiter ging so schnell down. Keine Ahnung, was die haben. Hast du noch ein paar Heiler? Ja, Hyperheiler geht auch. Nee, warte. Haben wir keinen Paraheiler? Doch, oben. Ach doch, ich bin wieder lost. Okay. Drei sogar. Ja, passt. Ich glaube, sie setzt Tangela als erstes ein, aber bin nicht sicher. Ah, vielleicht starten wir auch mit Pikachu. Dann nehmen wir Pikachu nicht bei ihrem Signature-Pokémon. Ist ja auch ein Vorteil dann. Da haben wir ja Knuffenser. Mhm. Witzigerweise, die Weiterentwicklung schon vorher gesehen. Nee, da war doch noch eine Trainerin, die einen Knuffenser hatte. Echt? Ja, ich glaube schon. Ist mir dann entgangen. Chelferno, danke dir für die neu aktivierte Mitgliedschaft und viel Spaß hier. Sehr unterhaltsam. Dankeschön. Wie läuft die Ehe? Was? Ist das Sag so die Wahrheit. Tja, alles gut. Gut. Alles tipptopp. Ja. Noch mehr Knuffenser hätte ich jetzt aber nicht gebraucht. Ja, die hat wahrscheinlich drei Knuffenser. Safe. Würdest du Knuffenser in unseren Garten pflanzen, wenn es gehen würde? Ich? Ja. Warum nicht? Ja, ich auch. Allein schon, weil ich glaube, das würde die ganzen negativen Insekten, die so die Nutzpflanzen zerstören, wegfressen. Weil es ist ja eine Art fleischfressende Pflanze. Ja, ne? Ist es eigentlich. Aber es ist eigentlich, ja, so viele schädliche Insekten gibt es gar nicht. Ja, aber die es gibt, die würde es fressen und alle anderen lässt in Ruhe. Okay. Wir würden das schon so drauf trainieren. Selbst Wespen haben ja ihren Nutzen. Mhm. Aber so Blattläuse sind doch scheiße, oder? Ja. Genau, die einfach alle weg. Ja, der eine Weg geht nur zurück. Ja, der äußere, oder? Ja,
Sie haben wir besiegt? Ja, ja, da waren wir gerade. Wow, also hier gab es wirklich am meisten Trainer bisher. Ist das auch ein Rückweg oder ist das einfach nur eine Falle? Hier finden wir die Carlos-Region. Cool. Das war auch ein Rückweg hin. Anscheinend, ja. Und das hier ist der richtige Weg. Okay. Dann machen wir das mal so. Kommst du mal nach vorne? Und als zweites, du Texto, würde ich sagen, weil er ist nicht ganz so stark, leider. Vielleicht wird er dann noch ausgetauscht. Haben wir noch einen normalen Trank übrig? Ja, Supertrank. Das ist kein normaler, das ist schon. Ja, aber das Supertrank finde ich jetzt auch nicht so heftig. Ja, komm, wegen den paar. Braucht es nicht, schau, die haben volle KP. Nicht. Ist eh im Vorteil. Hallo, ist das Wetter nicht einfach herrlich? Nee. Nein, bei uns nicht. Ach, tut das gut. Einfach mal die Seele baumeln lassen. Und dann geht's gut. Oh, du meine Güte, ich muss kurz eingenickt sein. Ich wünschte, ich könnte so schnell einschlafen. Willkommen. Das ist ein bisschen creepy. Ich bin Erika, die Arena-Leiterin von Prismania City. Meine große Leidenschaft sind Blumengestecke. Das liegt auf der Hand, dass ich mich voll und ganz im Training von Pflanzen-Pokémon verschrieben habe. Wie bitte? Ach, du möchtest gegen mich antreten? Kommen sonst noch Leute hierher, die was anderes wollen? So sei es. Ich werde dir zeigen, aus welchem Holz meine Pokémon geschnitzt sind. Dann zeig mal. Was du so kannst, Erika. Ich mag ihren so leicht asiatischen Stil. Ihr Kimono ist schön. Und ich bin übelst neidisch auf ihre Fähigkeit, so schnell einschlafen zu können. Ah, wusste ich doch, sie beginnt mit Merkel. Ja, Inji. Na dann, Pikachu. Schwebesturz. Oder... Spiel mit deinen Ballons. Fremdscham-Attacke. Oh wow, Level 33. Ja, moin. Kann seriös wirken. Bam. Oha, selbst der Move von Pikachu, nicht mal die Hälfte. Es wird doch spannend. Komm, burn. Oh, zurückgeschritten, was? Durch deine Attacke. Ja, moin, bei Schwebesturz kann man ja zurückschrecken. Broken! As always. Hätte es nicht sagen dürfen. Oh, es hat sogar die Kopfnuss noch überlebt. Volltreffer. Ey, der wird ja komplett weggehext. Direkt Anzeige raus, wahrscheinlich. Lächerlich. Oh, sie geht zum Signature. Gifloor. 35 oder was? Ne, 34, okay. 34. Wir machen einen Switch. Pikachu soll hier nicht noch weiter rumbetrügen. Ja, Hotwing. Oder Killerling wolltest du einsetzen. Killerling, ja. Der kann dann mit Psystrahl vielleicht noch rumtrollen. Aber ich... Er flüchtet richtig. Darauf habe ich keinen Bock. Aber ich befürchte, es wird irgendwelche blöden Puder einsetzen. Komm, brenn. Megasauger. Ha, gegen Killerling nicht so effektiv. Nee, gegen Glutexo auch nicht. Aber gegen mich das sogar noch weniger, oder? Ist das nicht nur Viertel effektiv? Egal. Psystrahl. Immer noch kein Burn. Schade. Ja, beim nächsten Angriff. Okay, hier sieht man es eindeutig. Ich glaube, gegen mich war es nur ein Viertel effektiv, gegen dich jetzt nur die Hälfte. Aber dennoch, dafür viel Schaden gemacht. Wir müssen jetzt nochmal alles zusammenlegen, um es zu besiegen. Komm, Glutexo, gib alles. Aber wir sind schneller, deswegen bleibe ich entspannt. Ja. Und Killerling wird bestimmt nicht enttäuschen, oder? Nein. Gut. Nein. Tschüss, Gifloor. Aber jetzt mach du mal den Wechsel auf Tauboga, please. Ja. Wenn wir gegen ihr letztes Pokémon antreten, ist das, glaube ich, Duflor. Nee, Ultrigaria. Nimiro, danke, dass du wieder dabei bist und Zimitzner. Lässt Ehre für den extra langen Stream heute. Ich hätte ehrlich gedacht, das wird ein kürzerer, aber der ist ja wieder mega. Es gab mal wieder so viel zu sehen heute. Luftschnitt.
Und ich finde es schön, dass Killerling sich hier nochmal beweisen kann. Am Anfang war es so der Banger, dann ist es ein bisschen in den Hintergrund gerückt, war hier und da mal am Start. Aber jetzt haut es nochmal voll auf die Kacke. Wow, siehste? Was? Daumen hoch für Killerling. Das war nicht mein Volltreffer. Tauboga ist nur noch da, um die Reste aufzupicken. Ja. Von den Leichen. Ich muss meine Niederlage eingestehen, deine Stärke ist beachtlich. Du gewinnst viel Geld. Sag ich auch nicht nein zu. Wie es aussieht, werde ich dir den Farborden überreichen müssen. Diese Brille. Klatsch ein. Zack. Farborden von Erika erhalten. Jetzt, wo du im Besitz des Farbordens bist, werden dir alle Pokémon bis Level 50 gehorchen, die du auch vertauscht erhalten hast. Dann hätte ich da noch was für dich hier, bitte. Megasauger. An sich nice, aber haben wir auch so schon erlernt. Die Attacke erhält die... Die TM enthält die Attacke Megasauger. Bringst du dein Pokémon bei, erhält es die Hälfte der KP, die sie vom Gegner entzieht. Faszinierend, findest du nicht? Ja. Schon sehr toll. Auch euer Support. Wir danken euch für die rege Teilnahme am Stream und über 2000 Likes. Den langen Stream haben wir doch gerne gemacht. Und morgen geht es weiter. Wir schauen uns mal diese Rocket Gamer Casino-Hölle an. Ja, das sah sehr verdächtig aus. Das Gefühl, da ist irgendwas im Busch. Also, wir finden es morgen raus. Bye, bye. Ciao.